Moin Leute und herzlich willkommen hier bei Laser City Lights. Ja, ich bin's mal wieder, euer Matthias, und zwar geht es heute mal wieder hier, wie ihr sehen könnt, um eine Reaction. Ich habe wieder das schöne Headset auf. Bevor wir loslegen, ich switch mal ganz kurz rüber hier in den Vollbildmodus. Es läuft ein Gewinnspiel auf Instagram. Schaut gerne mal dort vorbei, wie ihr hier sehen könnt. Der Instagram-Account ist auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut gerne mal vorbei. Gibt hier dieses wunderbare Troll Mediabook zu gewinnen. Die komplette Collection mit allen beiden Filmen plus Bonusdisc. Könnt auch gerne mal schauen. In der Videobeschreibung habe ich euch auch einen Link dazu reingepackt. Ich hatte da schon mal eine Vorstellung von gemacht. Und zwar damals auch auf meinem Hauptkanal, wo da noch die Filmvorstellungen und so weiter veröffentlicht wurden. Es läuft noch bis zum 10.8. Also Gas geben und ja, so viel zum erstmal zur Werbung in eigener Sache. Würde mich freuen, wenn ihr mitmacht. Und ja, aber worum soll es heute gehen? Heute geht es um Titan. Oder ja, Titan. Ein Film aus dem Jahre 2021, quasi ganz frisch. Und zwar ist es ein Film, der ausgezeichnet wurde aktuell mit der Goldenen Palme in Cannes. Und ja, wie bin ich darauf gekommen auf diesen Film? Ihr wisst ja, ich bin ja ein Fan von Kochmedia und Kochfilms und habe deren Facebook-Account auch abonniert und dort habe ich dann ja einen Beitrag dazu gesehen, dachte so, was ist das? Und habe mich da mal so ein bisschen schlau gelesen. An sich würde ich auch mal wissen, so von euch, wie habt ihr das lieber? Wollen wir uns hier Sachen alle zusammen frisch angucken? Soll ich mich vorher mal ein bisschen schlau machen? Wie findet ihr das besser? Ein bisschen mehr Hintergrundwissen, ein bisschen mehr Überraschung für uns beide, für uns alle? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ja, aber zu diesem Film, wie gesagt, habe ich mich schon vorher mal informiert. Und ja, es handelt sich eigentlich um eine Art Arthouse-Film mit Horror, Erotik, Gewalt. Also eigentlich allem, was man so schön braucht in einem Film. Ja, worum geht es? Ist mir selber nicht so ganz bewusst geworden. Es geht auf jeden Fall um eine Frau, die eine, naja, sagen wir mal, körperliche Beziehung zu Autos pflegt. Also ich weiß, da bekommt der Begriff die Kupplung kommen lassen eine ganz andere Bedeutung. Okay, ja, der war nicht so gut. Egal. Ich würde sagen, schnacken wir jetzt nicht lang drum rum. Den Trailer habe ich noch nicht gesehen. Ich weiß gesagt, ich weiß nur, worum es ungefähr geht. Aber mehr auch nicht. Und ich würde sagen, gehen wir mal jetzt direkt rein. Films. Oh, da geht's schon gut los. Sexy. Kopfhörer sind auch gut. Das erinnert mich jetzt wieder so ein bisschen an Elfie, an Stranger Things. Also diese Schnitte, das ist schon schön Arthouse. Und ich habe natürlich jetzt genau an der richtigen Stelle hier Pause gemacht. Nur für euch, meine Freunde. Ja. Also es switcht immer so schön hin und her, ja, zwischen Autos und Personen. Also ich muss schon sagen, das ist schon hart. Also ich will jetzt mal nicht zu oft unterbrechen. Ich will hier und das ganze Video nicht einfach so durchlaufen lassen, aber ich finde, das ist schon, es macht schon, also ich finde, es ist schon harter Tobak. Also wenn der Film genauso wird. Thank you.
Ach ja, wie man heute auch gerade gesehen hat, es handelt sich um einen französischen Film. Regie hat Julia Ducanu, glaube ich, war das. Eine Frau. Ja. Also wir haben ja wieder mal, wenn hier bevor wieder die ganzen Sexisten und Feministen hier auf die Barrikaden gehen. Der Film ist von einer Frau. Ja. Übrigens hat auch sehr gute Kritik gekriegt, wurde mir gesagt, bei Wikipedia, in der deutschen Presse. Ich habe, wie gesagt, noch nichts dazu gelesen, weil ich dachte, ich lasse mich mal selber überraschen. Tja, also wir haben hier zwei Hauptcharaktere bis jetzt. Mann und eine Frau. Was haben die für eine Beziehung? No one told me about her, Nochmal the eben. way she lied. Ah. But it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked, the way she acted, the color of her hair. Her voice was soft and cool. Also ich muss sagen, schwierig. Also, was mir auf jeden Fall jetzt schon mal gefällt, sind die Farben. Ich finde es schön, wie das immer so wechselt. Quasi jede Szene hat also ihr eigenes Farbbild. Wie ihr hier sehen könnt, ach, ihr könnt jetzt nicht mehr sehen. Ha, Schloffe. Hier, wie ihr da sehen könnt, demnächst im Kino. Ich habe geschaut, ich habe nichts gefunden, wann das in Deutschland ins Kino kommt. In Frankreich läuft das schon im Kino, nur so am Rande. Ja, das war der Trailer zu Titan. Noch nicht so aussagekräftig. Und wenn ich nicht vorher gelesen hätte, dass die Frau was mit Autos hat, hätte ich es jetzt auch in diesem Trailer nicht gesehen. Aber es sah schon sehr, sehr psycho aus, muss ich sagen. Also ich persönlich freue mich drauf. War jetzt auch lange nicht mehr im Kino gewesen. Wird also quasi langsam mal wieder Zeit. Und ja, das war's auch erstmal jetzt. Dankeschön fürs Einschalten. Schaut doch gerne auf meinem Hauptkanal vorbei. Da ist heute ein Video online gegangen. Zeig's mir ganz schnell. So einen wunderschönen Taschenmesser. So viel zu dem Thema. Also, falls euch dafür interessiert, schaut gerne mal unten in der Videobeschreibung. Da ist der Hauptkanal verlinkt. Und Dankeschön fürs Einschalten. Lasst gerne ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Cheers. Leute!